Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ja, ich habe heute für euch den nächsten Teil des Anfängerguides dabei und wie viele von euch letzte Woche bereits richtig in die Kommentare reingespammt haben, war natürlich nur ein Test, meinerseits ist ja klar, haben wir vergessen den Churchill 7, wo wir dann jetzt hier quasi den Funker umgeschult haben, die anderen umzuschulen. Ich meine, wie gesagt, ich könnte jetzt behaupten, es war ein Test. Es war wahrscheinlich auch ein Test. Vielleicht war es aber auch kein Test. Wir werden es niemals wissen. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Umschulung vornehmen. Zack, zack. Und jetzt haben wir auch den Rest der Crew umgeschult. Das bedeutet wiederum, dass wir jetzt hier Ausbildungsstufe 93%. Wir müssen jetzt erstmal wieder hoch zu den 100%, um dann unsere Perks weiter auszubilden. Wir schauen einmal ganz kurz, wo wir jetzt hier bei der Erforschung des Fahrzeuges stehen. Wir können jetzt demnächst den großen Turm uns holen und dann können wir uns auch schon ja, auf die 77 mm zumindest in Bewegung setzen und von da aus werden wir auf jeden Fall diese Kanone noch mitnehmen, einfach um dann irgendwann hier auch den Elite-Status zu haben. Ja, dann geht es auch schon in Richtung Black Prince. Also Kanone plus Turm, das ist so ein bisschen das heutige Tagesziel. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Ich würde sagen, wir starten jetzt auf jeden Fall ohne langen Schnacken in die Runde rein und gucken einfach, was uns hier widerfährt, gegen was wir antreten dürfen und wie sich unser Churchill 7 dann am Ende des Tages schlägt. Also ich bin gespannt für euch, weil ich ja immer, ich weiß, ihr wollt es immer wissen, wann nehme ich das jetzt hier gerade auf? Es ist Montag, 12.10 Uhr, also gegen Mittag. Ja, mal schauen. Die Server sind ja schon einigermaßen voll und wir sind jetzt hier in einem Top-Tier-Szenario. Wir sind gematcht gegen den KV2, das ist vielleicht ein kleines Mismatch. Auf der anderen Seite, der KV2, so ein easy Autopen sind wir jetzt auch nicht. Da müssen wir gucken, dass wir uns da durchsetzen. Ansonsten jede Menge Top-Tier-TDs, was vielleicht ein bisschen unfair ist für das Gegnerteam. Wir haben auch noch einen T3485M. Wenn das jetzt auch noch ein guter Spieler ist, dann sollte der doch imstande sein, vielleicht die ein oder andere gute Aktion für unser Team zu bringen, zu helfen, hier die gegnerischen TDs zu spotten. Hellcat Jackson sind ein bisschen unangenehm, weil die halt auch sehr mobil sind und einen drehbaren Turm haben. Jagdpanzer 4 hat mitunter den höchsten Tarnwert. Oder einen der höchsten Tarnwerte im Spiel. Auch der ist natürlich für uns als Heavy auf einer offenen Karte wie Redshire ziemlich ätzend. Ich fahre trotzdem erstmal auf die Heavy-Flanke. Einfach weil wir, wie gesagt, einen KV-2 haben. Und dann haben wir auf Tier 5 noch einen KV-1 und einen T1 Heavy. Ja. Also das sind unsere Gegner, mit denen wir es primär erstmal aufnehmen. Wir haben selber noch einen T1 Heavy dabei. Und ja, der VK kommt hier mit. Ansonsten haben wir im Hintergrund scheinbar 1, 2 TDs, dann haben wir noch die beiden Artis, die auch hinter uns stehen. Der BDR fährt auf die andere Flanke, wie es ausschaut. Aber das soll uns erstmal nicht davon abhalten. Ich meine, der Excalibur spielt dafür umso aggressiver. KV-1 in der Mitte gespottet, also ganz, ganz untypische Position. Unser Stuk 3G, auch ganz wilde Posi, wo er da gestorben ist. Guckt euch das an, mitten auf dem Feld. Ja, wir haben 5er TD verloren, die Gegner haben jetzt schon 6er TD verloren, also hier ist schon wieder allerhand Gejodel am Start. Wie gesagt, die Position vom KV-1 finde ich auch sehr sportlich. Ich bin jetzt hier gespottet worden, das heißt, der gegnerische MT-25 wird hier oben drin stehen. Das ist die Position, wenn ihr hier aufgeht, aus der ihr aufgeklärt werdet. Ich zeige das nochmal an, wird wahrscheinlich sowieso keiner von unserem Team darauf kommen, da mal blind hinzuschießen. Aber wenigstens kann man sich dann sagen, ey, mein Gott, ich habe es halt angezeigt. So, ich fahre hier gleich rüber, einfach um zu schauen, dass die Gegner, wenn sie denn hier kommen, hier nicht for free durchkommen können. Da kommt schon der T1 Heavy, hallo. Wir haben ihn auf jeden Fall auch aufgeklärt, das heißt, unsere Arti, die steht ja relativ gut. Der Excalibur muss jetzt aufpassen, nicht, dass er jetzt hier quasi aufgeht beim Schießen. Arti hat jetzt auch schon mal reingelötet. Hier unten steht der KV-2. Und der T1 Heavy ist so gut wie Geschichte. KV-2 wird uns jetzt gespottet haben. Ich will jetzt hier nicht nochmal pieken. Also, es kommt hier kein Push. Es kommt hier keine große Aggression. T1 Heavy so gut wie tot. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier
Ja, während unsere Gegner, ja, was heißt Gegner, unsere Mitspieler reinjodeln, VK hat sich das auch irgendwie anders vorgestellt, AT8 kommt da jetzt. Hier hinten stehen auch ganz gerne TDs, ja, das vergessen viele irgendwie immer ganz gerne mal. Wir müssen jetzt zusehen, dass der KV-2 für seinen Reload bestraft wird. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt hier auch nochmal durch darf. Gun Elevation. Probleme. So, den haben wir. Für faire 86 Schaden. Hier ist jetzt gerade der Excalibur geplatzt. Der ARL da hat ihn raus. Ne, wobei es war ein anderer ARL. Da hinten steht wohl noch ein ARL. Da können wir nochmal reinschießen. Also es ist ganz, ganz wildes Match hier gerade. Man hat das Gefühl, einige können es einfach nicht abwarten zu platzen. So fühlt sich das jetzt hier zumindest gerade an. Also wie gesagt, da hinten in der Ecke, da stehen sie auch ganz gerne, die TDs. Schüsse fliegen leider wieder alle viel zu hoch. So, aber wie es ausschaut, hat sich der TD vielleicht zurückgezogen. Trotzdem immer noch mal ein bisschen weitermachen. So, unser AT-8 ist jetzt ja auch schon extrem weit aufgerückt. Ich würde mal sagen, die Runde, da muss jetzt schon einiges passieren. Wir sind jetzt doch gespottet worden. Jetzt fährt der, ja, ganz toll, der T1 Heavy. Ich wollte jetzt hier gerade den MT-25 aus der Mitte rausnehmen. T1 Heavy wieder, das sind die Mitspieler, die man braucht. Ist Platz genug, aber es wird dann in einen reingelödelt. So, gucken. Der Schuss trifft sogar. Fair. So, von da hinten hat auf jeden Fall auch noch der Jackson auf uns geschossen. Aber die Blindschüsse, die sehen alle nicht gut aus. Da ist der Jackson. Ah, der Jackson ist nicht blöd. Hat sich da alle Bäume umgeworfen, fährt dann auch immer wieder in Deckung, so dass er nicht unbedingt Opfer von Blindschüssen wird. MT25 hat sich selbst weggejodelt. So, jetzt können wir nochmal hier einen auf Kette machen. Ah, der Jackson ist auch nicht schlecht gepanzert. So. Ich kriege den hier leider gar nicht tot. Ärgerlich. Den Kill hätte ich gerne auch noch mitgenommen. Also, das sind so die Runden, die man nicht als Tagessieg braucht. Ne? Wir haben zwar einen Kill gemacht, aber 212 Schaden. Dafür haben wir gute 800 HP schon eingestellt. Grille bedient sich auch nochmal für 231 HP. Aber das ist halt der Preis einer offenen Karte mit dem Churchill. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier vielleicht uns noch wenigstens einen Schuss gönnen können. Oh. Den haben wir gemacht. Da ist noch ein Pixel, jawohl. Also, nochmal gespottet, nochmal zwei Schüsse gemacht. Hat die Runde jetzt nicht unbedingt dick rausgehauen, aber besser als ja nichts. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob mich hier der Jagdpanzer beschossen hat. Nee, hat er nicht. Also entweder steht er da auf der Ecke oder er steht tatsächlich da hinten auf A0. Also hier oder da. Aber dann verstehe ich nicht, warum er nicht geschossen hat. Also er müsste wahrscheinlich auf A1 stehen. Aber da komme ich sowieso nicht mehr rechtzeitig hin. Stehen genug Leute davor. Ich gucke jetzt hier hinten nochmal. Ich denke, der Honi wird ihn gleich sehen. Aber wie gesagt, es ist nicht unmöglich, dass er sich auch hier vielleicht verkrochen hat. Und dann, keine Ahnung, eingeschlafen ist oder versucht hat. Na, da ist er doch. Also doch. Also es gibt auch die Möglichkeit manchmal, dass hier hinten, na, Gegner sich quasi überrennen lassen. Oder überrollen. Ja. Taktisch nennt man das Überrolleinsatz. Und dann quasi erstmal die feindlichen Kräfte über die eigene Stellung rüberrollen lassen, um dann von hinten zuzuschlagen. In World of Tanks eher selten der Fall, weil die Karten das einfach nicht hergeben, nicht groß genug sind. Ja, in anderen Spielen macht das sicherlich mal Sinn, zum Beispiel bei War Thunder etc. Da sind die Karten halt auch dementsprechend viel größer. Hier in World of Tanks eher ganz, ganz selten, dass das mal klappt oder dass das mal stattfindet.
So, wir haben aber doch scheinbar, wobei doch AL haben wir, glaube ich, einmal blind getroffen, oder? Alles in allem keine besonders glorreiche Runde, aber immerhin haben wir sie gewonnen und jetzt können wir tatsächlich schon mal den großen Turm uns kaufen. So, was wir jetzt mal ganz kurz gucken können, ist, ob das was zur Gun Depression beiträgt. Nee, die Kanone hier bleibt weiterhin bei 4 Grad Gun Depression. Das natürlich, wir müssen jetzt die Munition nochmal bestätigen. Das verstehe ich immer nicht, wenn man den Turm wechselt, warum man dann Munition bestätigen muss. Aber so. Zack. Und dann würde ich sagen, gleich wieder rein. Gucken, dass wir vielleicht, ich wollte gerade sagen, eine bessere Runde erwischen. Die Karte ist jetzt auch nicht mein absoluter Favorite, um nicht zu sagen, das ist für mich derzeit die schlechteste Karte in World of Tanks. Das ist auch der Grund, warum sie auf meinem Hauptaccount dauerhaft gebannt ist. Gerade mit Heavies, einfach nur unglaublich nervig. Die Frage ist jetzt, was kann man hier tun? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es hier hinten immer extrem scheiße, gerade als Low-Tier-Heavy, wenn da Uni, KV3 das souverän spielen. Wobei, wenn wir hier auf die 2 drücken mit 202 Durchschlag, können wir vielleicht ein bisschen was machen. Ich würde sagen, wir fahren erstmal grob in die Richtung, gucken auch, was hier unser Uni vorhat. Der fährt in die Mitte, das heißt, wir fahren doch nicht mehr grob in die Richtung. Dann machen wir einen auf Base Dev Johnny. Das hat in der Vergangenheit häufig mal ganz gut funktioniert, gerade wenn der Uni da jetzt in die Mitte fährt, dann macht es für euch gar keinen Sinn, hier unten alleine hinzufahren, als quasi vermeintlicher Low-Tier-Heavy gegen 2 Top-Tier-Heavies. Wir haben nur 1 7er-Heavy, die Gegner haben 2 7er-Heavies. Ich zeige ihm jetzt mal an, dass er sich besser zurückziehen sollte. Aber jeder ist dann am Ende des Tages seines eigenen Glückes Schmied, sagt man ja so schön. Wenn er da wirklich hinfahren möchte, dann soll er das gerne tun. Ich werde mir jetzt hier erstmal eine Dave Bass Position aufbauen. Wir haben natürlich leider auch schon die Mitte verloren, aber bis jetzt, na, der Aufklärungspanther fightet hart. T-34-85 ist da hochgekommen, ohne beschossen zu werden. Kommt ja gleich der nächste T-34-85, also Mitte doch verloren. Da lege ich mich jetzt fest. So, wir können jetzt aber gleich mal die 2 drücken. Wenn da unten nämlich was kommt, dann wird das was Dickes sein. Na, Uni. KV-2. Jawohl. Also wir halten uns hier erstmal schick zurück. Wir bilden sowas wie die taktische Einsatzreserve. Schwere Panzer Nummer 6 fährt da alleine nach vorne. Ich halte sowas ja immer für absoluten Quatsch. Vor allem da hinten die Su-100Y kann ihm überhaupt nicht helfen. Ich kann ihm vielleicht bedingt helfen, wenn er die Gegner denn kommen lässt. Aber auch nur schwer. Da kommt jetzt ein KV-3. Den habe ich gespottet. Der könnte jetzt tatsächlich die Su auch mit drauf schießen. Das schmeckt natürlich. So. Also, die Dave Best Position hat sich schon mal als brauchbar erwiesen. Wir haben jetzt schon mehr Schaden gemacht als in der Runde davor. Und der KV-2 lässt sich auch schön ablöten. Gucken wir, ob ich den spotten kann. Noch ist er fernab meines Radars. Da ist der KV-2. Also, den sollten wir vielleicht sogar kriegen können. Ich schieß da nochmal hin. Ärgerlich, dass er da jetzt mit durchgekommen ist. Da drüben ist der nächste T-34-85. Also, bis jetzt bin ich ganz froh, dass ich da nicht hingefahren bin. Ja, auch wenn der KV-3 ein bisschen unberechenbar jetzt hier durch die Mitte gefahren ist. Muss ich mal kurz checken. Wir haben 145 mm Durchschlagskraft. Das reicht auf gar keinen Fall. Selbst die Seite vom KV-3 kriegen wir damit nicht gepennt. Für den KV-2 ging jetzt die AP gut. Für den KV-3... Oh, jetzt wird er da schon wieder lang. Er hat aber auch nichts gelernt. Jetzt habe ich auch darauf verzichtet, umzuladen. Jetzt kommt der KV-3.
versucht hier. Ich habe mir hier die Bäume umgeworfen. Ich stehe eigentlich ganz gut. Auf der Stufe muss man jetzt auch noch nicht unbedingt mit den intelligentesten Blindschüssen rechnen. Wir können, wenn wir ihm noch ein, zwei Dinger mitgegeben haben oder unser Arti, unser Su nochmal getroffen hat, dann können wir überlegen, ob wir ihn pushen. Bis dahin würde ich sagen, halten wir die Füße mal ganz gepflegt still. Fährt er jetzt wieder raus. Jetzt scheint doch der Blindshot zu kommen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube nicht, dass mich jetzt hier der KV-3 gerade gespottet hat. Sondern Event, na, der 5916 ist es auch nicht gewesen. Vielleicht war es doch der KV-3. Aber es steht 8 zu 5. Wir haben oben die Mitte gewonnen. Da kommt jetzt der Uni. Ich wollte hier gerade runterstürzen, um den KV-3 zu pushen. Ich frage mich jetzt ehrlicherweise, wie ich hier aufgehe. Das war der Uni. Da steht jetzt der KV-3. Ich versuche ihn anzuzünden. Ah, in die Seite schießen, das ist immer... Ich lasse ihn abfackeln. Spare ich mir die Munition. Oh, schöner Schuss nochmal an die Seite hier. Kann dann nochmal schießen. Und spottet der Uni sowieso nicht. So, und jetzt denke ich, spätester Zeitpunkt hinterher zu fahren. Also, manchmal wird man auch einfach dafür belohnt, wenn man Piano spielt. Der schwere Panzer Nummer 6, muss man aber fairerweise sagen, hat es auch überlebt. Ja, okay, jetzt ist er gestorben. Also er hat hier unten auch keinen Feinddruck gehabt. Glaube ich nur ein T-34-85. Trotzdem würde ich sagen, war die Wahrscheinlichkeit, dass KV-2, KV-3 und Uni sich hier so easy ablöten lassen, nicht so hoch. Viel höher war die Wahrscheinlichkeit, dass er hier unten mit seinem schweren Panzer Nummer 6 auf die Kollegen trifft. Und das hätte dann ziemlich schnell... ja, bittere Folgen für ihn haben können. Deswegen, er ist jetzt damit eine ganze Weile gut gefahren, durchgekommen. War es gut? War es mit Bedacht? Nein. Ich denke, dass mein Ansatz hier erstmal, wenn wir alleine auf der Flanke sind, die Gegner kommen lassen, langfristig gesehen und in der Vielzahl der Matches doch deutlich effektiver und effizienter ist. Es sei denn natürlich, es wäre jetzt der Uni mit dahin gekommen, na, als Top-Tier-Heavy. Dann sind wieder die Karten neu gemischt, weil viele fragen mich ja immer, ey Maus, warum bist du so passiv? Na? Man muss das immer in den Kontext sehen. In Runden, wo es sich erlaubt, aggressiv zu spielen, spiele ich auch aggressiv. Aber halt nur dann, wenn ich der Meinung bin, dass unser Team mehr Kanonen am Platz hat. Oder zumindest mich mein Team besser unterstützen kann. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir da noch ein Schüsschen reinkriegen. Den Kill hätte ich jetzt gern mitgenommen, aber... Wir hatten auch so, ich bin auch so mit der Runde zufrieden, auch wenn wir jetzt hier den Kill auf den A44 nicht mehr bekommen haben. Also, wie gesagt, immer dann aggressiv spielen, wenn die Situation es hergibt, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt eine Überzahlsituation oder seid mit den stärkeren Panzern vor Ort, habt vielleicht die bessere Position. Aber wenn ihr der Meinung seid, nee, das Gegnerteam 2 Top-Tier-Heavys, wir haben nur einen Top-Tier-Heavy, dann auch ganz gerne mal, ja, ganz ehrlich, am Ende des Tages wird der Schaden zusammengezählt, werden die Siege zusammengezählt und wie gesagt, ich würde sagen, er hatte hier keine schlechte Runde mit 1433 Schaden, aber ich würde sagen, in 80% der Fälle, wenn er das bei gleicher Ausgangssituation macht, platzt er einfach, weil er in den Uni reinläuft und weil er in den KV-3 reinläuft. Die haben sich jetzt fairerweise schön selber gewastet. Davon haben wir größtenteils profitiert. Aber man muss ja immer davon ausgehen, dass die Gegner... Ja, ich würde sagen, man sollte die Gegner nie unterschätzen. Man sollte immer ein Auge darauf haben, was könnte passieren, wenn... Man kann nie für alle Eventualitäten planen, ganz klar, aber wie gesagt, es wäre meiner Meinung nach ein Fehler, immer die Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen und immer zu sagen, ja, die können ja eh nichts, ich kriege das hier schon hin, weil dann ist am Ende das Gejaule groß. Wenn der schwere Panzer Nummer 6 hier gleich gepusht worden wäre, denke ich, dann werden auch viele toxisch und hauen dann in die Kommentare rein, warum helft ihr Spinner mir nicht? Na, und wenn man aber von vornherein gleich
das Ganze sich so anlernt, dass man sagt, okay, wenn, ich kann ja erstmal in die Richtung fahren, wenn genug mitkommen, können wir weiter pushen, wenn nicht genug mitkommen, dann müssen wir halt auch mal eine defensivere Position einnehmen oder vielleicht gänzlich auf eine andere Flanke fahren und sich dann eher der Mehrheit anschließen, dem sogenannten Lemming Train. Also ich bin ja immer ein Gegner davon, alleine eine Flanke zu bespielen, sondern dann lieber, auch wenn ihr der Meinung seid, die Flanke ist die schlechtere, dann lieber der Mehrzahl der Spieler folgen, weil alles andere macht ehrlicherweise keinen Sinn. Ihr schafft es in World of Tanks nicht, wenn das Gegnerteam eine Flanke ernsthaft bespielt, eine Flanke alleine zu halten. Ich hoffe, dieser Exkurs ist jetzt nicht zu ausschweifend geworden, aber mir ist das wichtig, dass das die Leute gleich am Anfang ihrer World of Tanks Karriere auch verstehen, dass hier nicht irgendwie Johnny R. mit der AWP steht und eine und keine Ahnung, ein Bombspot ganz alleine verteidigt. So läuft das in World of Tanks nicht. So. Jetzt habe ich mir gerade selber gedacht, ich bin schon so alt, ich bringe hier Counter-Strike-Zitate aus Anfang der 2000er. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob irgendjemand von euch überhaupt noch Johnny R. kennt. Oder ob ihr euch gerade fragt, was quatscht der Typ da? Ist der dumm? So, hier oben kommt Pavlak-Tank. Oh, die Gegner wollen aber, jetzt müssen wir schon wieder auf die APCR laden. Das ist zwar unangenehm, aber wir haben genug Sniper hinter uns eigentlich. Das sollte nicht das Problem sein. Wir haben da drüben einen schweren Panzer Nummer 6, eine Super Hellcat, aber wir haben hier auch noch einen 7er Heavy. Der Pavlak ist Gott sei Dank geplatzt. Dahinter kommt noch VZ44, T28 HTC, also bei den 7ern, okay, ja. Manchmal muss man auch nicht fragen, was hier passiert ist. Man will es vielleicht auch gar nicht wissen, was hier passiert ist. So, mit genug Druck geht alles. Ich fahre hier immer auf diese Seite, einfach weil man hier auch gerne nach vorne fährt. Wenn die Gegner pushen, dann kommt das Kreuzfeuer zum Tragen. Wenn die Gegner passiv spielen, kann man sie nach und nach entspannt abfarmen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, man darf jetzt nicht den Fehler machen, unsererseits in das Kreuzfeuer reinzufahren. Weil natürlich auch da drüben können Hecken, Penner stehen. Ich war noch nicht ein einziges Mal offen. Der Schuss galt mit Sicherheit nicht mir. Da AMX-1375, VK, die stehen jetzt hier und wollen ihrerseits Kreuzfeuer aufbauen. Das heißt, wenn ihr diese Seite genommen habt, wenn ihr hier die voreiligen Typen wie IS, Pavlak, T3485 in Empfang genommen habt, dann bietet es sich an, erstmal Piano zu machen. Erstmal hier oben den Hügel anzuspielen. Nicht gleich selber den Fehler machen, eurerseits in das Kreuzfeuer reinzujodeln. Dann vielleicht erstmal die Kollegen, sofern sie denn gespottet sind, beschießen, um die Kanonen, die potenziell Kreuzfeuer aufbauen können, zu reduzieren. Ah, der VK, der würde sich jetzt zum Beispiel anbieten. Jawohl, der ist tot. Und jetzt haben sie nur noch ein Light da stehen. Das heißt, wir können vielleicht sogar gucken. Na, auf den Light können wir gerade nicht feuern. Jetzt können wir gucken, dass wir hier anfangen, gleich ein bisschen weiter nach vorne zu marschieren. Hinten stehen noch M6, Shito, SP. Hier vorne stehen noch drei Panzer, KV-2, T-28 HDC. Jetzt kommt die Su-100 auch noch. Ich sag mal so, auch hier wieder erstmal Piano. Wäre halt ganz gut, wenn die sich da nicht jetzt schon alle klatschen lassen. Wir aimen jetzt erstmal den VZ ab, weil der wird sicher, mit Sicherheit auch gleich nochmal pieken wollen. Indes können wir hier drüben vielleicht auf den... Der ist auch gleich tot. Super Hellkit geht jetzt auf RAM. Ah, er hat's überlebt. Das ist natürlich ärgerlich, dass er das jetzt hier mit 2 HP überlebt. Aber auch die Runde ist schon wieder ein bisschen unspektakulär. Ich frage mich gerade, wer mich jetzt hier gespottet hat. Ob der VZ das jetzt war. Ist natürlich auch immer ein bisschen, ne? Eure Wanne guckt halt extrem weit raus. Kann sein, dass der VZ Teil meiner Wanne gesehen hat. Hier kommst
So, die gucken jetzt beide in meine Richtung. Ich will jetzt aber auch nicht als nächstes vom GW Panther kassieren. Hier werden jetzt natürlich wieder mehr Gun Depression. Bisschen geiler, ne? 4 Grad Gun Depression an der Posi ist halt alles andere als sexy. Vor allem, weil man jetzt auch noch so weit rausfahren muss. Gott sei Dank haben wir manchmal das Überraschungsmoment. Also, der Turm sitzt sehr weit hinten, gemessen an der Wannengröße. Ihr habt nur 4 Grad Gun Depression. Das in Kombination macht natürlich jetzt viele Einsatzmöglichkeiten. Jetzt denke ich mal, dass die gerade hier gemeinsam kollektiv meine Position abnehmen. Jawohl, M6 draußen. Jetzt müssten sie eigentlich eine Kanone wieder in die Mitte schieben. Das bietet mir vielleicht die Möglichkeit, hier nochmal zu gucken. Ja, so. Okay, jetzt... Panzerung nicht vorhanden. Also, ihr seht, gerade mit der Stockkanone, man hat hier so seine Probleme mit dem Churchill. Ich hoffe, das wird mit der großen Kanone ein klein wenig besser, weil Panzerung habt ihr jetzt nicht unbedingt so doll, dass man sich darauf verlassen möchte. So. Mal kurz gucken. Ich wollte jetzt heute eigentlich die Booster auslassen. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Booster. Und dadurch, dass wir sowieso für die Crew noch ein bisschen was brauchen, würde ich sagen, lassen wir heute mal die Booster sein. Jawohl. Also unser BZ, der macht das exzeptional gut. Jetzt kommt da der KV-2 rum. Er ist jetzt One-Shot. Ich drehe den Turm schon mal in die Richtung, dass ich schneller aimen kann. Zack, tot. So, immerhin haben wir uns einen Kill geholt. Auch diese Runde war jetzt natürlich wieder nicht so pralle, dass man sagt, ja, geil. Wirklich geil, Maus. Aber wir waren dabei, wir haben unser HP mit angeboten. Wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Wir haben unseren Top-Tier-Heavy, den BZ-58, der das sehr gut gespielt hat, muss man sagen, unterstützt. Und am Ende des Tages ist eigentlich das Einzige, was zählt. Der Sieg. Jetzt können wir nochmal ein bisschen Schaden hier tunken. Weil der SP, der kriegt jetzt nämlich noch eine. Zack, Schelle. Ich kriege jetzt nochmal eine Arti-Schelle. So, P43 ist da drüben. Wo die Arti steht, wissen wir. Ich will ganz kurz was... Ah, die 38mm Durchlasskraft. Die reichen nicht. Ich hoffe, er steht jetzt nicht hinterm Stein. Nee, macht er nicht. Wenigstens noch ein Treffer. Jawohl. Also, wie gesagt. Es geht ja auch nicht immer darum, hier die eine Panzerass-Runde nach der anderen abzuzaubern, sondern einfach die Runden zu gewinnen. Jeder Sieg bringt mehr Erfahrung. Ja. Ihr müsst schon eine extrem krasse Runde in der Niederlage haben, um die gleiche Erfahrung einzusammeln wie bei einem Sieg. Jetzt holen wir uns noch einen Kill. Nee, holen wir nicht. Leider sind die 145 Durchschlag und die langsam fliegende AP nicht unbedingt immer die beste Wahl für solche langen Snipes. Aber ich will jetzt hier auch nicht Unmengen an APCR verballern, weil die Credits brauchen wir auch natürlich noch, um uns den Black Prince, den Canavan etc. zu kaufen. Um eine Credit Farm Session werden wir natürlich trotzdem nicht herumkommen, aber alles in allem, was man unterwegs sparen kann. Wir haben jetzt hier nämlich auch durch die paar APCR, die wir geschossen haben, schon wieder minus 10.000 gemacht. Also sollte man darauf achten, dass man seine Credits beisammen hält. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken. Also 14.500, wir haben 2.156. Würde ich auf jeden Fall sagen, krachen wir in die nächste Runde. Ich bin, wie gesagt, ich bin schon echt gespannt, ob man da großen Unterschied merkt bei der großen Kanone. Mittlerweile, freie Erfahrung, haben wir ja auch schon ordentlich gesammelt. Aber das halte ich mir wirklich noch zurück dann für den High-Tier-Bereich. Also der High-Tier-Bereich geht für mich ab Tier 8 aufwärts los. Und da muss man dann schauen. Also da fahre ich wirklich ungern diese Ewigkeiten Stock durch die Gegend. So. Einstufiges Matchmaking. Wir sind auf sicherer Hafen unterwegs. Wir haben Doppel-M6. Das ist natürlich bitter. Weil M6 derzeit so ein bisschen das Maß der Dinge.
Unser M6 ist Stock. Ich bin Stock. Im Gegnerteam, wenn die beiden M6 voll ausgebaut sind. Puh. Also, unser VK hier sieht auch Stock aus. Zumindest Semi-Stock. Naja, wir werden mal schauen. Aber bei, nee, der ist ausgebaut. Das ist, der spielt ohne die konische Kanone mit der 8-8er. Auch in Ordnung, legitim. Aber ich würde sagen, die Gegner Pavlak, UI, VK, das sind alles schon ekelhafte Gegner. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir hier die dickeren Eier mitbringen. Und schauen, dass wir den besseren Trade machen. So. Wichtig ist hier bei den Heavies immer im Verbund operieren, immer gucken, wo kann man sich gegenseitig unterstützen. Der UI kann hier drüber schießen. Muss nur aufpassen, dass er jetzt hier nicht kassiert. Ich kann hier nicht drüber schießen. Ich kann hier hinten über die Ecke rüberschießen. Schon mal gucken, ob hier irgendwelche Gegner crossen. Schon mal, wenn ihr Zeit habt und Langeweile, dann könnt ihr schon mal die Deckung wegschießen. Der AL kassiert hier schon wie ein großer. Unten fährt ein M6 rein. Ich fahre jetzt doch mal ein bisschen nach vorne. Er steht nämlich schon 0-2. Ich denke, ich werde gucken, was ich hier oben helfen kann, Super Hellcat und Co. rauszunehmen. Weil Leute, die hier oben drauf rumlungern, die kann echt keiner leiden. Jetzt habe ich natürlich wieder das Problem mit meinen 4 Grad Gun Depression, aber er kommt dankenswerterweise in meine Richtung. So. Haben wir das Thema jetzt auch gegessen? Super Chefy möchte ich gar nicht jagen. Sondern ich will jetzt hier gucken. Und gucken, ob wir hier von innen was machen können. Ah, der Pavlak ist jetzt hochgefahren. Wilder Typ. So, ich lade jetzt auch die APCR. Ich will jetzt hier einfach auf Nummer sicher gehen. Dass ich hier keine Fails produziere, weil hier kommt nämlich der UI. Den muss ich jetzt zügig rausnehmen. Da kommt gleich die Zoo, die muss ich auch zügig rausnehmen. Lass mal auf Kette stellen. Hoffen, dass wir jetzt ein bisschen Backup bekommen. Das Backup lässt auf sich warten. Er ist schon wieder nachgeladen. Wir nutzen ihn jetzt ein bisschen als Schutzschild. Ja, ist es leider jetzt wieder keiner mitgefahren. Der UI, der ursprünglich eine gute Eröffnung gespielt hat, ist jetzt hier komplett weggefahren, anstatt hier mit reinzulöten oder reinzukommen. VK hat sich auch viel zu lange Zeit gelassen. Ich denke, es war wichtig jetzt hier, dass wir in die Shootout-Situation gehen, weil unser Team maßgeblich Positionen eingebüßt hat. Aber das Problem ist, mit dem UI jetzt hier die ganze Zeit von da nach da zu fahren, macht halt nicht so richtig Sinn. Wäre besser gewesen, wenn er mit mir da reingepusht wäre. VK das Gleiche. Dafür ist natürlich aber dann Tier 6 wiederum, muss man jetzt fairerweise sagen, eine Stufe, wo ihr genug Leute habt, die einfach solche Moves auch nicht erkennen oder die solche Notwendigkeiten nicht erkennen, die, wie gesagt, noch mit Steuern und irgendwie überhaupt Ziele ausmachen, genug zu tun haben. Jetzt zu erkennen, dass man hier jetzt gegenpushen müsste, kann man, glaube ich, nicht erwarten. Steht jetzt 8-8, aber wir liegen gemäß der Anzeige gute 2000 HP hinten. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass jetzt unsere Panzer einfach nach und nach wegplatzen. Manchmal darf man sich von der Panzeranzeige nicht verwirren lassen. Ja, die HP-Anzeige gibt dann häufig doch ein deutlich nochmal anderes Bild, wo man noch ein bisschen bessere Eindrücke bekommt. Aber vielleicht mit ein bisschen Chance, wenn jetzt hier unser Hellcat erfolgreich ist beim Arti-Vernichtungskommando.
Auf der anderen Seite ist er natürlich selber auch streng gefährdet. Weil die können ihn sehr gut wegklatschen. So ein Auto-Aim-Quatsch sollte sich besser kneifen. Ich hab's ja gesagt. Sollte er sich besser kneifen. Also, was spricht dagegen, hier einfach statt Auto-Aim Halldown zu spielen und der Arti in den Turm zu schießen? Die kriegt die Kanone da an der Stelle gar nicht runter. Man kann natürlich mit Auto-Aim um die Ecke jodeln und der Arti eine faire 50-50-Shotgun-Chance geben. Wenn man der Arti dann aber die faire, faire Shotgun-Chance gibt, dann endet das meistens für einen mit dem vorzeitigen Rundenende. Also ich sag mal so, wenn die Hellcat jetzt die Artis geklatscht hätte, hätten wir es trotzdem nicht gewonnen, wäre aber witzig gewesen. So war es auch witzig. Direkt für diesen Auto-Aim-Quatsch bestraft worden. Also danke, André, dass du uns gezeigt hast, wie man es definitiv nicht machen sollte. Ja, er hatte da genug Möglichkeiten, vorher auf die Arti zu schießen, wenn man natürlich dann fahren, lenken, steuern, Auto-Aim etc. Dann passiert sowas halt. So, OI jetzt hier an der Stelle am Rumdetektivieren. Ehrlicherweise finde ich das immer spannend, was die Leute so zum Schluss quasi treiben. Also das wäre jetzt so für mich die letzte Option, mit dem OI die Arti zu pushen. Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen, was macht der Rest des Gegnerteams, dass das nicht aufgeklärt wird, weil es war ja eigentlich durchaus sehr bekannt, wo der OI ist. Hat jetzt ja schon ein paar Kills gemacht, wurde auch schon mehrfach gespottet, hat ja auch schon gut HP eingesteckt. Dass der sich jetzt hier so durchsneaken kann, spricht jetzt auch nicht gerade für die Kompetenz der Gegner, right? Da hat ihn jetzt mal einer gefunden. Auch hier schon wieder, ne? T-34-85 hätte schon längst... Also, viele Leute, das auch, aber ein schönes Beispiel mal. Der T-34-85 fährt hier einfach blindlings vorbei, kriegt überhaupt nicht mit, dass er den UI selber gespottet hat und hätte ihm hier schön in die Seite feuern können, über die Balustrade, aber dann ist er so weit gefahren... Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Dann ist er so weit gefahren, dass er zurückfahren muss, den Schuss verdonkt, dann fährt er hier rum, kassiert eine dafür. Und ist jetzt dafür auch noch geplatzt, obwohl er den OI locker und entspannt hätte rausnehmen können. Die Arti mit dem Rammversuch, ja, auch sportlich. Was ich damit sagen will, ist, konzentriert euch beim durch die Gegend fahren auch mal ein bisschen. Rechnet mit dem Gegner. Wenn ihr einen Gegner selber spottet, dann seid auch mal darauf vorbereitet, dass ihr ihn spottet. Und vor allem, wenn ihr schon eine günstigere Position habt, dann nicht weiterfahren. Ja, häufig werden dabei unnötig viele AP verschenkt. Aber... Ich kann nicht mehr, Alter. Oh Gott. Ja, schön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war wieder Sodom und Gomorra. Ich meine, im Moment ist ja hier das vierte Battle Pass Kapitel. Man nennt es nicht umsonst das vierte Kapitel Mordors. Ja, bin ich jetzt zufrieden mit der Runde? Nein, war sie witzig, auf jeden Fall. Wir gucken mal ganz kurz, wir haben jetzt vier Spiele gemacht. Ich würde an der Stelle sogar sagen, weil wir jetzt schon wieder 40 Minuten gezockt haben, dass wir diese Folge jetzt diesmal ein bisschen kürzer halten. Nächstes Mal, die Folge werde ich jetzt wahrscheinlich gleich im Anschluss aufnehmen, dann werde ich mir noch Booster zünden. Also, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was mitbekommen. Ja, die ersten Runden hatten ja durchaus auch das ein oder andere taktische Niveau. Jetzt hier gerade, ja, die letzte Runde, seht sie einfach als zusätzliches Entertainment. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem ein bisschen was für euch selber mitnehmen konntet. Ich denke, spätestens bei der nächsten Folge haben wir dann die große Kanone ausgebaut. Und dann kann es auch losgehen mit der Randale. Dann werde ich mir auch wieder hier die Booster zünden. Dann sind wir da ein bisschen schneller durch. Und dann gucken wir mal,
was denn die 77 mm Kanone imstande ist zu leisten. Wenn euch das gefällt, wenn euch dieser Guide gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Haut rein!